Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann. Heute habe ich da so eine Glasschale bereit gemacht. Ich habe so wunderschönes Hasmiatumgras bereit und so wunderschöne Margeriten. Ja, da rein wollen wir eine, ich sag mal, Blütenwiese Blumenmann-Style mit was wunderbarem Neuem, und zwar dem Black Designs Collection von Oasis machen. Das ist ein Steckschaum, der schwarz ist. Und der vollgesaugt wird mit Wasser, und dann können wir die Blumen einfach so direkt reinstellen. Das Coole daran ist, man muss die Steckmasse wie bei der grünen Steckmasse nicht alles abdecken. Da ist man voll flexibel. Einfach wirklich was Schönes, Freches kreieren zusammen. Einfach immer vorsichtig sein, weil diese Steckmasse ist natürlich sehr heikel, wenn wir da falsch damit, wie soll ich sagen, arbeiten, die falsch handeln, geht sie natürlich auch kaputt. Darum schön sorgfältig aufpacken. Jetzt schauen wir, wie viel Steckmasse wir da schneiden wollen. Wenn ich da das Plastik gleich direkt fortschneiden würde, wäre das natürlich auch schade. Da könnte ich das Ganze nicht mehr gut, wie soll ich sagen, aufbewahren. So. Jetzt siehst du, habe ich ganz, ganz wenig zu viel abgeschnitten. Jetzt legen wir hier die Steckmasse in das Glas rein, und der Steckschaum zieht sich schön nach unten und zieht voll das Wasser schön auf. Ja, so siehst du, können wir dann anschließend unsere wunderschönen Blumen in diese Steckschaumgeschichte reinmachen. Immer ganz wichtig, wir stoßen den Schaum nicht ins Wasser, sondern wir warten, bis er sich schön vollgesogen hat. Das ist das Wichtigste beim Handling mit dieser wunderbaren Black. So, der Steckschaum hat sich schön vollgesogen. Ich nehme jetzt eine andere Glasschale, und nämlich diese hier, und mache hier unten rein mit dem Pillenholder und dem Bandkit einmal so eine Halterung. Und ja, jetzt merkt man natürlich, die Steckschaumgeschichte ist richtig voll gesogen mit Wasser. Wir sehen das hier, das Glas war voll mit Wasser und jetzt ist es fast leer. Also alles Restwasser ist jetzt hier in dieser Steckmasse aufgesogen. Damit natürlich der Steckschaum nicht gleich Wasser verliert, kann man natürlich dann immer wieder mit Wasser auffüllen. Und ich mache jetzt hier einen wunderbaren, schönen Blütenteppich über diesen Black Oasis. Ja, du siehst, das Coole ist, wir dürfen diese Steckmasse, diesen Steckschaum einfach so schön in Szene setzen. Wichtig ist, jeder einzelne Stiel wird schön angeschnitten. Jeder einzelne Stiel
wird wunderbar eingesteckt. Und hier wäre es jetzt ja schade, wenn wir da ein Krüsi-Müsi machen, sondern hier ist wichtig, dass wir da jeden Stiel einmal einstecken, dass wir jeden Stiel schön parallel einstecken und so können wir garantieren, dass am Schluss diese Kreation wunderschön aussieht. Wichtig ist, dass wir verschiedene Höhen und Tiefen haben, dass wir das Ganze schön kompakt einstecken und dass wir wirklich alle Flächen schön ausfüllen. Ich weiß, jetzt gibt es dann wieder Diskussionen über, ist diese Steckschaumvariante noch zeitgemäß oder sollte man mit kompostierbarem oder sonstigem Steckschaum arbeiten. Ich finde halt, Oldschool ist immer noch cool. Und wenn du auch sagst, Oldschool ist top, schreibst du mir das in die Kommentare rein. So. Früher hat man diese Steckmasse immer schön abgedeckt. Ich habe diesen Steckschaum jetzt einmal einfach so in Szene gesetzt und hoffe, dir gefällt dieser spezielle Teil auch wieder. Wichtig ist, wenn du da diese Blüten einzeln einsteckst, dass du darauf achtest, dass du wirklich nur einmal einsteckst, damit die Steckmoosgeschichte nicht kaputt geht. Jetzt machen wir da noch den frechen Elementpunkt rein. Ups, habe ich jetzt nebendurch gesteckt. So, mit diesen Gräser, dass es wirklich so aussieht wie frisch von der Wiese dieses Teil. Ich würde ihm sagen, Oasis Black Ideal Blütenwiese. Wie würdest du dieser Kreation einen Namen geben? So, noch das Wasser rein, damit der Steckschaum nicht gleich austrocknet. Und die Dicke ist auch wunderbar, die ist 6 cm dick. Und diesen Oasis Black Ideal Design Choice Platte, die gibt es auch als Zylinder, als Block oder auch als Kubus zu kaufen. Einfach wunderbar und genial. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese ganz einfache Gesteckvariante mit dem Blumenmann zu entdecken. Und wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Vergiss nicht, immer wieder hier beim Blumenmann reinzuschauen und dich inspirieren zu lassen. Tschüss und weg, sag ich dann, dein, du weißt schon, Blumenmann.